Augsburg 2012. Ein Jahr, in dem sich in Augsburg wieder viel bewegt hat. Die Aufbruchsstimmung ist nicht nur spürbar, sondern im wahrsten Sinne des Wortes mit den vielen Baggern und Kränen auch sichtbar. Unser Thema jetzt im Jahresrückblick im Foyer des Theaters Augsburg mit unserem Oberbürgermeister Dr. Kurt Griebel, der Königsplatz und der Hauptbahnhof. Herr Dr. Griebel, es wird ja fleißig hier in unmittelbarer Nähe gebuddelt und gewerkelt. Schauen Sie sich den Baufortschritt am KÖ auch ab und zu auf der Webcam vom Projekt Augsburg City an? Ja klar, auf der Webcam, aber auch direkt vor Ort. Also ich versuche so zwischendurch einfach mal an den Baustellen auch vorbeizugehen, um einfach die Veränderung wahrzunehmen und auch zu spüren, was dort wirklich geleistet wird. Und das ist hervorragend. Die Veränderung ist sehr positiv, sie wird von vielen mitgetragen und der Knoten ist im wahrsten Sinne des Wortes geplatzt. Am Kaiserhofknoten sind wir schon so weit, dass wir den Verkehr für den Autofahrer wieder freigegeben haben und es funktioniert. Man kann natürlich immer noch die Frage stellen, warum ist es eigentlich nötig? Warum diese Eingriffe im Herzen der Stadt? Es geht darum, unsere Stadt zukunftsfähig zu machen. Mobilität ist ein Megatrend. In der Zukunft wird entscheidend sein, wie mobil die Menschen sind. Nicht nur mit dem Individualverkehr, sondern vor allem mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Und wir bauen systematisch unseren öffentlichen Personennahverkehr aus, also Straßenbahnlinien, den zentralen Knotenpunkt am Königsplatz, aber vor allem dann auch den Hauptbahnhof. Alles gehört zusammen. Es ist insgesamt eine große strukturelle Maßnahme, um diese Zukunft für Augsburg zu gestalten. Sie haben den Hauptbahnhof jetzt schon erwähnt. Der Königsplatz ist ja schon so eine kleine Touristenattraktion geworden. Baustelle gucken macht ja Spaß. Dann geht man ums Eck, hat aber wieder eine Baustelle. Das sind ja bereits die Vorbereitungen für den Bahnhofsumbau in der Halderstraße. Heißt ja andererseits auch, der neue Hauptbahnhof lässt sich auch nicht mehr aufhalten. Der neue Hauptbahnhof kommt. Wir haben damit begonnen. Das ist die erste Teilbaumaßnahme in der Halderstraße. Dort geht es darum, die Untertunnelung vorzubereiten. Es werden Kanäle und Leitungen verlegt und die ersten Arbeiten durchgeführt, um dieses Tunnelbauwerk zu errichten. Augsburg ist auf dem besten Weg zu einem neuen Großstadtbahnhof.